Warum hat Albus Dumbledore eigentlich nie die Stelle des Zaubereiministers angetreten? Das und mehr jetzt in diesem Video. Bevor das Video startet, tut mir doch bitte den Gefallen und abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da, damit ich auch weiter Harry Potter Videos für euch produzieren kann. Ansonsten lasst uns direkt loslegen. Im heutigen Video werden wir uns damit befassen, weshalb Albus Dumbledore, einer der herausragendsten Schulleiter, den Hogwarts je hatte, nie die Position des britischen Zaubereiministers angenommen hat. In der Rangliste der bemerkenswertesten Zauberer der Harry Potter Welt nimmt Dumbledore definitiv einen Spitzenplatz ein, insbesondere unter jenen, die ihre magischen Fähigkeiten für das Gute einsetzten. Zuallererst gehört er vermutlich zu den seltenen Zauberern in der Geschichte, die entscheidend dazu beigetragen haben, nicht nur ein, sondern gleich zwei mächtige und finstere Zauberer zu besiegen, die jeweils verheerende magische Konflikte angezettelt hatten. Sein erster Triumph im Kampf gegen das Böse war der Sieg über Gellert Grindelwald, den er am 2. November 1945 bezwang. Mit diesem Erfolg stoppte Dumbledore nicht nur Grindelwalds Aufstieg zur Macht und seine Pläne, die nichtmagische Bevölkerung zu unterwerfen, sondern er beendete auch einen weltweiten magischen Konflikt, der aufgrund von Grindelwalds diskriminierenden Ideologien entstanden war. In den 1990ern entdeckte Dumbledore auch Voldemorts Schwachstelle, seine vielen Horcruxe, was letztendlich Harry Potter in die Lage versetzte, den Dunklen Lord zu überwinden. Während nicht viele Hexen oder Zauberer ähnliche Leistungen vorweisen können, gelang es Dumbledore, diese finsteren Zauberer zu besiegen und gleichzeitig seine Lehrtätigkeit fortzusetzen. Jahrelang war er ein angesehener Professor in Hogwarts, bevor er zu einem der am meisten verehrten Schulleiter der Institution aufstieg. In Anbetracht all seiner Errungenschaften und seines Einsatzes für Gerechtigkeit und das Gute ist es durchaus verwunderlich, dass ein so fähiger und ethisch einwandfreier Zauberer wie Dumbledore nie die Führung des britischen Zaubereiministeriums übernommen hat. Für die, die es nicht wissen, der Zaubereiminister ist die höchste administrative Position im britischen Zaubereiministerium, der Regulierungsbehörde der magischen Gemeinschaft in Großbritannien. Er oder sie ist verantwortlich für die Gesetzgebung und Durchsetzung von Regeln innerhalb der magischen Gesellschaft und gleichzeitig dafür, die Existenz der Gemeinschaft vor der nichtmagischen Bevölkerung geheim zu halten. Diese Rolle geht jedoch über das bloße Schwingen eines Zauberstabs und das Sprechen von Zaubersprüchen hinaus. Sie trägt auch eine erhebliche Verantwortung. Der Minister fungiert als Schnittstelle zwischen der magischen und der Muggelwelt, koordiniert die verschiedenen Abteilungen innerhalb des Ministeriums und trifft wichtige Entscheidungen, die nicht nur die Zauberergemeinschaft, sondern auch manchmal das Schicksal der gesamten magischen Welt beeinflussen können. Diese Aufgabe wird besonders komplex und riskant wahrgenommen, wenn finstere Zauberer wie Grindelwald oder Voldemort die Grundlagen der magischen Gesellschaft bedrohen. Um im Amt des Zaubereiministers erfolgreich zu sein, benötigt man nicht nur magische Kompetenzen, sondern auch ausgeprägte Führungsqualitäten. Ein kompetenter Minister sollte gut informiert, flexibel und mutig genug sein, um komplexe Entscheidungen zu fällen. Es ist zudem wichtig zu berücksichtigen, dass der Minister ein Repräsentant der magischen Bevölkerung ist und als solcher die Stimme des Volkes verkörpert. Er muss sich den Anliegen der Menschen, die er vertritt, annehmen und für den Schutz ihrer Rechte und ihrer Sicherheit sorgen. Es handelt sich dabei um einen delikaten Spagat. Einerseits muss Recht und Ordnung aufrechterhalten werden, andererseits müssen die individuellen Freiheiten und die Werte, die der magischen Gemeinschaft wichtig sind, gewahrt bleiben. Die Übernahme einer derartigen Verantwortung ist keineswegs einfach. Das britische Zaubereiministerium existierte bereits lange vor der Zeit, in der Albus Dumbledore als möglicher Minister in Frage gekommen wäre, denn es wurde offiziell im Jahr 1707 ins Leben gerufen. Obwohl das Amt des Ministers über die Jahrhunderte hinweg zumeist demokratisch besetzt wurde, gab es auch einige Fälle, in denen die Position einer Hexe oder einem Zauberer direkt angeboten wurden. Das erste Beispiel für eine Ernennung anstatt einer Wahl war der Fall von Ulic Gamp, dem ersten Minister für Zauberei. Dies war wahrscheinlich eine Notwendigkeit der damaligen magischen Gemeinschaft, um die neue Regierungsinstanz effektiv in Gang zu setzen. Im Laufe der Jahre gab es allerdings weitere Ernennungen, vor allem in Krisensituationen, in denen es sinnvoller erschien, die Position rasch zu besetzen, anstatt eine öffentliche Wahl abzuhalten. Was den Fokus unseres heutigen Videos betrifft, dürftest du bereits erraten haben, dass der zuletzt bekannte Fall einer direkten Ernennung dann auftrat, als das Ministerium Albus Dumbledore das Amt des Zaubereiministers anbot. Dieses Angebot wurde von Dumbledore mehrmals ausgeschlagen, aber warum hat er es abgelehnt?
Warum also hat Albus Dumbledore das Angebot, Zaubereiminister zu werden, immer wieder abgelehnt, selbst wenn es ihm mehrmals unterbreitet wurde? Welcher spezielle Grund oder Überlegung hielt ihn davon ab, diese bedeutende Rolle in der Zauberergemeinschaft anzunehmen? Es ist sicherlich nicht so, dass ihm die potenzielle Macht und der Einfluss, die mit dieser Rolle einhergeht, unbekannt gewesen wären. Man könnte sich nur vorstellen, wie drastisch anders die Entwicklung und Ereignisse in den Büchern der Orden des Phönix und der Halbblutprinz hätten verlaufen können, wenn nicht Cornelius Fudge oder Rufus Scrimgeour, sondern Dumbledore selbst Zaubereiminister gewesen wäre. Wie Dumbledore Harry in ihrem Gespräch im Jahr 1998 erklärte, hatte er das Amt des Zaubereiministers mehrfach aus einem zentralen Grund abgelehnt. Er misstraute seiner eigenen Anfälligkeit für die Macht. Mir wurde das Amt des Zaubereiministers nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals angeboten. Selbstverständlich habe ich es abgelehnt. Ich wusste, dass ich mit so viel Macht nicht vertrauenswürdig wäre, so Dumbledore. Daraufhin entgegnete Harry impulsiv, aber du wärst um Welten besser gewesen als Fudge. Wirklich? Entgegnete Dumbledore eindringlich. Das ist keineswegs sicher. Schon in meiner Jugend hatte ich bewiesen, dass Macht meine Achillesferse ist. Es ist merkwürdig, Harry, aber vielleicht sind diejenigen am besten für die Ausübung von Macht geeignet, die sie niemals gesucht haben. Menschen wie sie, denen die Verantwortung zufällt und die zu ihrer eigenen Überraschung feststellen, dass sie diese gut ausfüllen können. In Hogwarts fühlte ich mich sicherer. Wie viele von euch sich vielleicht erinnern, bezieht sich Dumbledore mit diesem Bekenntnis auf die persönlichen Umstände seiner Vergangenheit, insbesondere darauf, dass er seine Verantwortung als Betreuer seiner kranken Schwester vernachlässigte, um mit Gellert Grindelwald die Heiligtümer des Todes zu suchen und zu vereinen. Obwohl Dumbledore nie die genauen Umstände von Arianas Tod erfuhr, sah er sich selbst als schuldig an und war besorgt, dass sein Ehrgeiz und sein Streben nach Ruhm als junger Zauberer bedeuten könnten, dass er mit der Macht unverantwortlich umgehen würde. Da es für die Amtszeit des Zaubereiministers keine festgelegte Begrenzung gibt, schätzte Dumbledore, dass die Macht und Verantwortung, die mit dieser Position verbunden sind, ihn womöglich auf einen umkehrbaren Weg führen könnten. Er könnte so machthungrig werden, dass er seine Position nicht aufgeben würde und das Zaubereiministerium letztendlich unter seine persönliche Kontrolle bringen könnte. Wie sich später zeigte, wäre ein diktatorisches Verhalten im Amt des Zaubereiministers ohnehin nicht möglich gewesen. Das Ministerium erfordert, dass regelmäßige Wahlen stattfinden, mindestens alle 7 Jahre. Daher hätte Dumbledore die Position nicht unbegrenzt behalten können. Wenn er wieder zu den Fehlern seiner impulsiven Jugend zurückgekehrt wäre, hätten Kontrollmechanismen ihn wahrscheinlich aus dem Amt entfernt. Ein Beispiel dafür ist Perseus Parkinson, der während seiner Amtszeit als Zaubereiminister von 1726 bis 1733 versuchte, Ehen mit Muggeln zu verbieten. Die magische Gemeinschaft wählte ihn daraufhin rasch ab. Darüber hinaus schien Dumbledore keinen starken Wunsch nach Macht mehr zu haben oder zumindest hatte seine Furcht davor seinen Ehrgeiz deutlich gemindert. Dies ist auch der Grund, warum er 1932 die Position des Vorsitzenden der Internationalen Konföderation der Zauberer ablehnte. Interessanterweise wurde ihm diese Position von einem Quillen angeboten, einer mythischen Kreatur, die dafür bekannt ist, in die Seelen der Menschen zu blicken und ihre Reinheit zu beurteilen. Anscheinend glaubte das Quillen, dass Dumbledore in einer solchen Rolle der magischen Gemeinschaft nicht schaden würde. Umso bemerkenswerter ist, dass das Quillen Dumbledore für diese Rolle auswählte, obwohl er gar nicht für das Amt kandidiert hatte. Neben Dumbledores Vorsicht gegenüber Macht könnte es einen weiteren Grund für seine wiederholte Ablehnung des Postens des Zaubereiministers gegeben haben. Und zwar, er verfolgte immer seine eigene Agenda. Neben seiner Rolle als Schulleiter von Hogwarts war er stets damit beschäftigt, Strategien zur Bekämpfung seiner zwei mächtigsten Feinde in der magischen Welt zu entwickeln, Gellert Grindelwald und später Lord Voldemort. Im Fall von Gellert Grindelwald kooperierte Dumbledore mit Newt Scamander und einer Reihe anderen Hexen und Zauberern, um Wege zur Überwindung des dunklen Zauberers zu finden. Jahrzehnte darauf, im Jahr 1970, etablierte Dumbledore den Orden des Phönix als Antwort auf die wachsende Bedrohung durch Lord Voldemort und seine Todesser. Selbst nachdem Voldemort 1981 erstmals besiegt worden war, blieb Dumbledore wachsam. Er bereitete sich auf die unausweichliche Wiederkehr des Dunklen Lords vor, indem er Harry Potter von dessen erste Stunde in Hogwarts bis zu Dumbledores eigenem Tod 1997 betreute und ausbildete. Darüber hinaus leitete er 1995 die Neugründung des Orden des Phönix, als Lord Voldemort seine Rückkehr vollzog.
und trotz seines tiefen Misstrauens, das ihn daran hinderte, sich voll und ganz auf andere zu verlassen, entdeckte Dumbledore auf eigene Faust sowohl die Methode, durch die Voldemort zurückkommen könnte, als auch dessen Pläne zur Erlangung der Unsterblichkeit. Selbst nach seinem Tod hatte Albus Dumbledore Einfluss auf die Ereignisse. Durch sein lebensechtes Porträt im Schulleiterbüro von Hogwarts gab er Severus Snape Anweisungen zur Übergabe des Gryffindor-Schwertes an Harry, um seinen ausgeklügelten Plan weiter voranzutreiben. Zudem gab er Harry einen Rat aus dem Jenseits während ihrer Begegnung in der Vorhölle. Das bringt uns weiter zu der interessanten Frage, die wir im Video auch ansprechen wollen. Was wäre passiert, wenn Dumbledore den Posten des Zaubereiministers angenommen hätte? Erstens wäre Cornelius Fudge wohl nie in eine Machtposition gelangt, wenn Dumbledore Zaubereiminister geworden wäre. Fudge, der von 1990 bis 1996 Zaubereiminister war, ist allgemein für seine Unfähigkeit und seine mangelnde Kompetenz in der Bewältigung der Herausforderungen bekannt, denen die magische Gemeinschaft während seiner Amtszeit gegenüberstand. Ein paar markante Beispiele für Fudges Versagen umfassen seine mangelhafte Reaktion auf die Rückkehr Voldemorts. Fudge weigerte sich, die Wahrheit über Voldemorts Wiederauferstieg anzuerkennen und warnte sogar davor, seinen Namen in den Mund zu nehmen. Er beharrte darauf, dass die Berichte über Voldemorts Rückkehr nichts weiter als Erfindungen von Dumbledore und Harry Potter seien. Diese Verleugnung der Realität hatte zur Folge, dass das Ministerium nicht adäquat auf die Aktion der Todesser reagierte. Fudges Urteilsvermögen war durch seine Ängste getrübt und seine Unfähigkeit, der Realität ins Auge zu sehen, resultierte schließlich in seinem eigenen politischen Niedergang. Darüber hinaus untergrub dies das Ansehen des Ministeriums und führte zu einem weitreichenden Vertrauensverlust der Bevölkerung. Fudges Ministerium litt während seiner Amtsperiode unter Korruption und Inkompetenz. Er hatte Schwierigkeiten, die Hoheitsgewalt des Ministeriums mit den Bürgerrechten der magischen Gemeinschaft in Einklang zu bringen, was zu unproduktiven oder gar schädlichen politischen Entscheidungen führte, wie etwa alles, was mit Dolores Umbridge zu tun hatte. Fudge mangelte es außerdem signifikant an Führungsstärke. Im Verlauf seiner Zeit als Zaubereiminister offenbarte er einen auffälligen Mangel an strategischer Weitsicht, Courage und Entschlusskraft. Statt entschlossen und vorausschauend gegen die steigende Gefahr durch Lord Voldemort vorzugehen, vergrub Fudge den Kopf im Sand und hielt an einer Illusion der Normalität fest. Seine Priorität lag mehr darauf, sein eigenes Image aufrechtzuerhalten, als die magische Gemeinschaft zu schützen. Geprägt von Zögerlichkeit und einem dauerhaften Bedürfnis nach Zustimmung, lehnte er sich stark an Dumbledores Beratung an, folgte dieser jedoch oft nur halbherzig und minimierte die Schwere der Situation, anstatt sie direkt anzugehen. Diese fehlende Entschlossenheit und Unwilligkeit, schwierige Entscheidungen zu treffen, untergruben schließlich die Effektivität des Ministeriums, den wachsenden Einfluss Voldemorts zu bekämpfen und die magische Bevölkerung zu schützen. In der gesamten Handlung der Bücher wird Fudges Neigung zu reinblütigen Zauberern deutlich. Seine Weltanschauung schien die weit verbreitete, diskriminierende Ideologie der Reinblüter zu unterstützen. Er priorisierte die Anliegen und Privilegien der reinblütigen Zaubererfamilien, während er diejenigen mit unterschiedlichem Blutstatus und Hintergrund vernachlässigte. Insgesamt zeichnete sich Cornelius Fudges Zeit als Zaubereiminister durch fehlende Führungskompetenz und die Unfähigkeit aus, den Herausforderungen der magischen Gemeinschaft effektiv zu begegnen. Dies hatte negative Auswirkungen sowohl auf die Integrität des Ministeriums als auch auf die Gemeinschaft, der es dienen sollte. Es ist unwahrscheinlich, dass unter der Leitung von Albus Dumbledore ähnliche Probleme aufgetreten wären. Obwohl es den Anschein hat, dass Fudge Dumbledores Rat zu schätzen wusste, hat er in Wirklichkeit selten wirklich darauf gehört. Wir alle kennen solche Leute, die Rat suchen, ihn aber nicht wirklich annehmen, und Fudge bildet da keine Ausnahme. Im Laufe der Geschichte sehen wir, wie er Dumbledore vor allem in Krisenzeiten um Rat fragt. Dennoch ignoriert er Dumbledores kluge Anleitungen und Warnungen meistens und hielt stattdessen an seinen eigenen, oft irreführenden Überzeugungen fest. In einer alternativen Realität, in der Dumbledores Ideale anstelle von Fudges das Ministerium geleitet hätten, hätte sich die magische Welt wahrscheinlich ganz anders entwickelt. Dies hätte wahrscheinlich eine besser organisierte und vorausschauendere Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Lord Voldemort ermöglicht. Ein solches Vorgehen hätte möglicherweise verhindert, dass das Ministerium schleichend unter die Kontrolle des Dunklen Lords gerät und die folgenden Entwicklungen in den späteren Bänden der Serie auftreten.
Mit Dumbledore an der Spitze des Ministeriums hätte dieser mehr Macht und Mittel zur Verfügung, um einen effektiven und vereinten Orden des Phönix ins Leben zu rufen. Dies hätte zu einer besseren Koordination im Widerstand gegen Voldemort und seine Anhänger geführt und somit Harry und seinen Mitstreitern bessere Erfolgschancen im Kampf gegen die Dunkelheit geboten. Bekannt für seine Überzeugungen hinsichtlich der Gleichstellung aller, hätte Dumbledore wahrscheinlich Initiativen ergriffen, um die Idee der Reinblüter-Suprematie in der Zauberergemeinschaft zu untergraben. Unter Dumbledores Leitung wären wahrscheinlich Schritte zur Förderung von Gleichberechtigung unter Zauberern aller Blutsgruppen unternommen worden. Die Leitung durch Dumbledore hätte möglicherweise für mehr Offenheit im Ministerium gesorgt, was die Korruptionsbekämpfung erleichtert hätte. Dies hätte das Vertrauensverhältnis zwischen der Zauberergemeinschaft und dem Ministerium gestärkt und das Risiko für intransparente Handlungen oder Vertuschungen minimiert. Eine weitere entscheidende Frage betrifft Harry Potter. Hätte er die Prophezeiung von Sybil Trelawney erfüllt und Voldemort ohne Dumbledores direkte Anleitung besiegen können? Wenn Dumbledore statt als Schulleiter als Zaubereiminister gedient hätte, könnte Harrys Abenteuer sehr anders verlaufen sein. Bezüglich der Prophezeiung könnte Dumbledores Fehlen als Hogwarts-Schulleiter die Interpretation dessen beeinflusst haben, jedoch wäre es unwahrscheinlich, dass dies das Endergebnis der Prophezeiung selbst verändert hätte. Wie ich schon einmal gesagt habe, beruhte Harrys Triumph in erster Linie auf seiner eigenen Tapferkeit und seinen Handlungen. Seine Rolle als der Auserwählte war nur ein Aspekt seiner umfassenden persönlichen und magischen Entwicklung. Wenn Dumbledore das Amt des Ministers übernommen hätte, statt als Schulleiter zu fungieren, wären die möglichen Veränderungen nahezu unermesslich gewesen. Aber was denkt ihr darüber? Wie wäre die Welt der Zauberer unter Dumbledores Ministerium gewesen? Wäre sie auf nie dagewesene Weise aufgeblüht oder wäre Dumbledores Streben nach Macht in eine problematische Art und Weise hervorgetreten? Ich freue mich auf eure Kommentare unter dem Video. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und abonniere den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.